der Intensivstation vom Spitalzentrum Biel kennt der Cosimo Cellamare alle. Nach 52 Tagen auf der Intensivstation hat man eine Art Freundschaft entwickelt. Für mich sind es meine Schwestern, Töchter. Sie sind wirklich top. Wirklich super. Ich fühle mich hier wie daheim. Tut mir leid, das zu sagen, aber ich fühle mich wohl hier. 52 Tage hat er hier verbracht, 17 davon im Koma. Er ist einer von den Patienten, die eine Covid-Lungenentzündung hatte. Und zwar so eine schwere Lungenentzündung, dass man zum Teil auf dem Bauch hat müssen, künstlich beatmen. Er ist lang beatmet worden. Als Folge von dieser langen Krankheit hat er Muskelschwäche gehabt. Als Folge von dieser Muskelschwäche und dieser langen Krankheit, wo er auch künstlich ernährt worden ist, über eine Sonde, die von der Nase in den Magen ist gegangen, hat er eben schwerste Schluckstörungen gehabt. Plus, dass er aufgrund von seiner Lungenproblematik haben wir künstliche also Luftröhrenschnitt gemacht und ihn darüber beatmet, damit er die Stimme nicht verliert. Und alles das hat dazu geführt, dass er am Schluss eben die Schluckstörung hatte, die er davon erzählt hat. Die Schluckstörung, die der medizinische Fachspruch als Dysphagie bezeichnet, wird vom Logopädie-Team behandelt, das direkt vor Ort auf der Intensivstation zum Einsatz kommt. Ich bin froh, dass wir die Dienstleistung anbieten können. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Logopädie, weil ich denke, das ist etwas, das man oft aus Zeitgründen oder Ressourcengründen gar nicht sucht und diagnostiziert und therapiert, weil es ist eine aufwendige, ressourcenintensive Therapie. Aber ich denke, der Patient bekommt damit etwas über, was für seine Lebensqualität entscheidend ist. Und ich bin froh darum, dass wir das suchen, dass wir das machen können, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben und am Schluss profitieren alle davon. Sandra Bucher ist für die Logopädie im Spitalzentrum Biel zuständig. Aber sie interveniert nicht bei jedem Patient oder jeder Patientin, die auf die Intensivstation kommt. Wenn jemand einen längeren Aufenthalt hinter sich hat und künstlich ernährt oder beatmet worden ist, dann besteht das Risiko von einer Schluckstörung. Und in diesem Fall kommt die Logopädie ins Spiel mit routinemäßigen Tests. Für uns steht am Anfang, dass wir die Diagnose der Patienten studieren. Die haben häufig nicht nur eine Diagnose, sondern die haben ganz viele Diagnosen und überlegen, was eine Auswirkung auf die Schlucken haben. Und dann ist auch der Austausch mit den Ärztinnen, Ärzten und mit der Pflege über die aktuelle Situation des Patienten. Und dann ist im ersten Schritt machen wir Diagnostik. Das heisst, wir die Patienten untersuchen am Bett, schauen, wie Kraft, Koordination und Sensibilität ist von allen Organen, die am Schlucken beteiligt sind. Und je nachdem brauchen Patienten auch noch weitergehende Untersuchungen. Wir machen auch endoskopische Untersuchungen für die Schlucken. Das heisst, mit einer feinen Sonde geht man durch die Nase und sieht oben in den Kehlkopf und auf die Speiseröhren runter. Das machen wir in Zusammenarbeit mit den Ärztinnen, von der Hals-Nasen-Ohren-Ärztin oder den Neurologen. Und so können wir eine detaillierte Untersuchung machen vom Schlucken. Essayez de tirer la langue et appuyer contre la cette spatule avec beaucoup de force. Die Schlucktherapie kommt sehr darauf an, was die Leute für Schwierigkeiten haben, wo das ihre Probleme liegen und wie wach das Patienten sind, ob sie schon mitmachen können. Zum Teil sind sie noch fast komatös, da arbeiten wir auch schon mit ihnen. Da geht es mehr darum, um Stimulation anregen, dass sie überhaupt schlucken können. Und dann geht es darum, Kraft aufzubauen, Sensibilität aufzubauen, aber auch Koordination des Schlucken. Und die beste Therapie für das Schlucken ist das Schlucken selber. Wir probieren mit verschiedenen Konsistenzen, sei das mit Getränken, sei es mit Apfelmus oder Glas, einfach was sie auch gerne haben, kleine Schlucken und langsam die Kraft wieder aufbauen. Der Cosimo Cellamare, der Patient, den wir bei der Einleitung kennengelernt haben, ist diesen Weg gegangen und es war ein langer Weg gewesen. D'abord, j'étais nourri avec une sonde. Et après 30 jours, avec la Logopädie. Ich bin mit einer Sonde ernährt worden. Und nach 30 Tagen Logopädie musste ich wieder lernen zu essen und zu trinken. Aber Essen wirklich nur eine ganz, ganz kleine Menge. Es war wirklich viel Arbeit, die viel Geduld gebraucht hat. Das erste Getränk, das man mir ins Maul gegeben hat, war ein kleiner Löffel Orangensaft. Das war für mich wie ein Nirvana. Unglaublich. Der Zuckergeschmack.
Das war es, als würde ich ein neues Leben anfangen. Einfach unglaublich. Wir haben mir auch noch Apfelmus zum Essen gegeben. Das war für mich das beste Essen des Lebens. Une compote de pommes. Pour moi, c'était le plus grand festin de ma vie. Schluckstörungen können schwerwiegende Folgen haben, wie uns Logopädin Nora Schebesta erklärt. Es ist so schwer, dass sie sowohl das Essen nicht richtig schlucken können oder das Trinken, aber auch vor allem den Speichel, den eigenen Speichel. Das heisst, dass der Speichel bei einer schweren Schluckstörung nicht normal durch unsere Speiseröhre geschluckt werden kann, sondern in die Luftröhre hineinfließt. Das könnte zu einer Lungenentzündung führen und die gilt es zu verhindern mit einer Trachealkanüle. Hier sehen Sie die verschiedenen Elemente, aus denen eine Trachealkanüle besteht. Wie sie funktioniert, erklärt uns Letizia Alberio, die auch Logopädin im Spitalzentrum Biel ist. Hier sieht man einen Querschnitt vom Kopf, das heisst hier quer durchgeschnitten. Hier sieht man die Nase, hier die Zunge, hier der Rachen und hier der Kehlkopf mit den Stimmbändern. Wenn wir normal schnaufen, also der physiologische Atemweg, schnaufen wir durch die Nase oder den Mund einschnaufen. Das geht runter, hinten durch in die Luftröhre. Wenn jetzt eine Indikation für eine Trachealkanüle ist, besteht, machen wir hier bei der Luftröhre ein Schnittchen machen und schieben diese Kanüle hier in die Trachea rein. Das ist dann so. Was wir hier machen, ist eigentlich, dass wir den Atemweg verkürzen. Das heisst, die Einatmung geht durch die Kanüle, runter in die Lunge und die Ausatmung ebenfalls wieder raus, durch die Kanüle. Was jetzt anders ist, ist, dass der Raum hier nicht belüftet ist. Also der Oberatemweg, den brauchen wir gar nicht mehr. Das heisst, wir können einerseits keine Stimme mehr geben, wir können ebenfalls auch nicht husten oder räuspern. Und was ebenfalls noch ein dritter Punkt, der noch passiert, ist, dass wir eine Verminderung der Sensibilität haben in diesem Bereich. Das heisst, das Gespür wird weniger. Das Einsetzen von einer Trachealkanüle bringt ein weiteres Problem mit sich, mit dem sich die Logopädinnen und Logopäden befassen müssen. Die Patientinnen und Patienten müssen nach dem Eingriff wieder lernen zu reden. In der Regel sind die Patienten, die wir auf der IPS haben, in dem Sinne nicht eine Sprachstörung, also so ihre Sprache, der Wortschatz im Kopf oder wissen, was sie sagen. Das ist da, sie können ja lesen, sie können eigentlich auch schreiben, wenn es motorisch möglich ist. Bei ihnen ist vor allem das Problem, dass sie keine Stimme haben, weil die Trachealkanüle, die sie haben, die ist unterhalb vom Kehlkopf. Das heisst, die Atmung geht unterhalb vom Kehlkopf durch. Es gibt gar keine Luft, die bis zu den Stimmbändern kommt. Also sie können keine Stimme produzieren eigentlich. Aber das Sprachsystem, die Sprache ist an sich da. Und bei diesen Patienten, die müssen zuerst einigermaßen den Speichel schlucken können, dass man mit speziellen Kanülen arbeiten kann, dass sie mit Stimme können reden können. Auch das ist ein Prozess. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man über mehrere Wochen nicht können mit Stimme reden, man hatte einen Beatmungsschluch im Hals, dann funktioniert das nicht einfach sofort wieder, sondern es ist auch etwas, das man wieder trainieren muss, wo Patienten müssen lernen, dass die Stimme wieder da ist, dass sie genug Kraft haben, dass man die Stimme gut hört, dass sie kräftig genug ist. Und das ist häufig, braucht das viel Zeit, bis das wieder auch länger möglich ist. Am Anfang sind es einige Minuten, was geht, vielleicht ein paar Sätze, ein paar Wörter. Und dann wird es immer länger, mal können sie Viertelstunde, eine Halbstunde. Und dann können sie auch zum Beispiel einen halben Tag oder einen ganzen Tag nachher reden mit Stimme. Für das müssen die Logopädinnen und Logopäden die Trachealkanüle wechseln. Wenn wir zu einem Patienten oder zu einer Patientin kommen mit Trachealkanüle, machen wir Folgendes. Wir schauen uns zuerst die Trachealkanüle an. Und im Moment, wenn wir den Patienten antreffen, läuft die Atmung durch die Kanüle rein, wie auch durch die Kanüle raus. Wir wollen den Atemweg umstellen. Das heisst, wir wollen, dass der Patient durch die Kanüle einschnauft, aber das Ausschnaufen durch den natürlichen Weg, durch die Nase oder durch das Maul ist. Dieser hier ist der HME-Filter, das ist die Funktion der Nase, die die Nase ersetzen. Dann haben wir im Moment hier eine geschlossene Kanüle und hier unten haben wir ein Ballonchen. Das ist aufblasen. Das hat die Funktion, dass der Speichel, der nicht suffizient geschluckt wird, aufgefangen wird und nicht in die Lunge runterfließt. Wie auch, dass der Atem, dass man, wenn wir einschnaufen, die Luft schön in die Lunge geht. Wenn wir dann zu diesen Patienten kommen, entfernen wir den Filter hier, die unten absaugen.
das Ballon die Luft rausziehen. Der Speichel, der sich oben hat angesammelt, geht ab und wir können den mit einem Sugli, der durch die Kanüle durchgeht, auffangen. Als nächstes wechseln wir die geschlossene Innenkanüle und tun eine offene rein mit so Fensterlis. Man sieht, hier sind ebenfalls Fensterlis. Sobald die drin ist und wir das Sprechventil haben aufgesetzt, das ist ein Ventil, dadurch kann der Patient oder die Patientin hier einschnaufen. Aber die Ausatmung geht oben durch. Das heisst, es blockiert da die Luft. Was wir jetzt damit erreichen, ist einerseits, dass ein Teil der Atmung den natürlichen Weg geht und dass die Patienten Stimme geben können, dass sie räuspern können, dass sie husten können und ebenfalls kleine Konsistenzen schlucken können. Und was wir damit trainieren, ist der Erhalt der Sensibilität. Mehr als 2 Jahre nach seinem Spitalaufenthalt geht es Cosimo Celamare besser, aber er hat immer noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen, zum Beispiel mit Gleichgewichtsstörungen. Aber er wollte seine Geschichte erzählen, um anderen Menschen, die in seiner Situation sind, Hoffnung zu geben. Il faut toujours croire à la lumière au bout du tunnel. Man muss immer ans Ende des Tunnels glauben. Am Anfang sieht man nur ein kleines Licht, das aber immer etwas grösser wird. Und am Ende wird das Licht riesig. Und das ist der Tag, wo man draußen ist. Und das ist das Schöne. In so einer Situation muss die Familie zusammenstehen. Es braucht wirklich Verständnis und viel Geduld. Es ist gut, l'écoute et avoir beaucoup de patience. Beaucoup de patience.